wollte halt gucken, was da komische Sachen angezeigt werden. Die kenne ich alle nicht. Das könnte man sich ja auch durchlesen, wenn man einfach im Craft-Menü ist. Sie Leichtmatrosen, verschwinden Sie aus meinem Bett. Das ist das Kapitänsbett. Hier haben Sie nichts zu suchen. Kapitän. Da darf der Kapitäns Teddy mit rein. Hauen Sie ab. Benny ist so fertig. Ich bin überhaupt nicht fertig. Ich bin on point. Der Kapitän muss sich erstmal informieren bei seinem Frühstückskaffee. Den Stern haben wir schon abgegeben. Guck mal. Packt euch gut ein, Leute. Morgen wird es schneien. Schon. Die Geister sind höchst unzufrieden. Bei mir sind die Geister sollen, immer sollen unzufrieden. Sollen wir das alles Geerntete eigentlich zu neuen Samen verarbeiten? Kannst du gerne tun. Tun, machen, sein lassen. Klar. Im Zweifel immer bla. Ja, viel Spaß mit eurem Kartoffelsaft. Wobei, den kann ich eigentlich verschenken. Kartoffelsaft ist endlich. Dann gebe ich lieber den Brombeerwein noch mit rein in die Handwerkssachen. Ich kann gar keinen Wintersamen machen. Muss es mir geben? Das ist einfach gemischte Saat, oder? Wie du machst. Wilde Saat Sommer und wilde Saat Frühling habe ich hier zur Option, aber nicht Herbst. Du sollst auch Winter machen. Hm? Aber ich habe wilde Saat Winter, musst du mir geben. Ich hau lieber in die Wintertruhe rein, dann kannst du Winterwurzel, Kristallfrucht, Schnee, Süßkartoffeln und Krokus brauche ich dafür. So, Winterwurzel, Krokus. Moment mal, Winterwurzel. Und was habe ich hier? Schnee, Süßkartoffel. Was brauche ich noch? Kristallfrucht fehlt mir noch. Tja, du hast wohl nicht genug gefarmt, Lumi. Böse, böse, Lumi. Wie? Wie? Achso, gefarmt, damit ich Dings habe. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Können wir ein bisschen den Boden vorbereiten? Dann kann ich säen. Nö. Jetzt Kühe knuddeln. Sind mir lieber als ihr. Was gehst du? Kühe knuddeln? Ja. Kannst du auch melken, bitte, wenn du schon dabei bist? Hatte ich vor. Darfst in ihren Zitzen ziehen, die wollen das. Aha. Wo ist denn... Der Eimer ist oben beim Käse mit drin. Ja, aber warum macht ihr denn zwei unterschiedliche Ausläufe? Wir können das doch einfach mischen. Kann mal jemand gucken, ob... Kann mal jemand bitte gucken, ob der Hühnerstall fertig ist? Lottapel, ja, der ist schon längst fertig. Wir haben doch auch schon Hühner. Nee, ja, der Erweiterung. Geupdateter. Ach so, das Update, sag das doch gleich. Das Update. Kannst du dich auch um das Futter kümmern von den Tieren, wenn du schon da reingehst, bitte? Ja. Was denkst du, dass ich jetzt reingehe und ein bisschen knuddel und dann hau ich wieder ab? Ja, genau das. Bist du eine Frau? Das hätte ich jetzt nicht gesagt, das hat nichts mit Frau zu tun, sondern Lumi ist einfach so. Lumi, du bist einfach also so. Also, im ersten Teil deiner Aussage stimme ich zu Ben, im zweiten Teil jetzt nicht so ganz. Belohnung abholen, ein Kristallstuhl. Ja, das war ja schön, das sagt die Lumi wieder, Ja, aber warum verhindert ihr nicht, dass die Hühner da ins Wasser latschen können? Hä, die gehen doch nicht ins Wasser. Ja, aber echte Hühner würden das. Und irgendjemand hat gestern nicht gefüttert. Die Hühner haben nämlich nichts mehr zu fressen. Oh, die werden nicht sterben. Dann fütter du jetzt doch. Außerdem habe ich nicht mehr. Ich habe gefüttert eigentlich, aber egal. Ich habe einen rostigen Löffel bekommen. Ist nichts mehr da. Geil, ein rostiger Löffel. Endlich. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Vor allem, das ist ein Artefakt. Haben wir das nicht bestimmt schon? Grab den rostigen Löffel aus. Hi, Sift. Ja. In die Kriegsbeil. Wir haben keinen Kriegsbeil mehr, dann haben sie einen rostigen Löffel genommen. Nee. Warum sitzt du hier hinten? Lumi, ich. Oh, warum sitzt du hier hinten? Die eine Bank nicht erstmal auffüllen. Bitte was? Ich habe neue angefangen. Und du warst letztens Artefakte abgeben. Und ganz hier hinten die Bank erstmal füllen, statt hier vorne eine große neue anzufangen. Oh Mann, ey. Ich hab's auch irgendwo hingetan. Also wenn da irgendwas schon angefangen ist, könnte ich das gewesen sein. Ich habe noch eine Sammlervogelscheuche. Bekommen als Belohnung. Schön. Ja, tut mir leid, da zuckt immer so ein Muskel über meinem Auge und der Autismus bei mir, der tja, dann hast du Pech. Bekommt einen Knacks. Wir erziehen unsere Leute hier zu Nicht-Autisten. Zu merklich. Ja, wir machen einfach Konfrontationstherapie. Fertig.
Ich hätte gerne Goldbarren an eine Kette hängen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei, Alex. Ich hätte gern Goldbarren an eine Kette hängen? Ja. Das ist irgendwie kein gutes Deutsch, ne? Hab ich auch gerade gedacht. Ich habe letztens Party hart gespielt und du musst dann irgendwie die Leichen verstecken und in eben Level stand halt Hide, Hostage oder so, wo ich mir dachte, alles auf Deutsch und dann ein Satz und ein Level auf Englisch. Haben sie halt vergessen zu übersetzen. Was hast du davon, wenn du nicht mit Platzhaltern arbeitest für die Satzbausachen, sondern halt das per Hand übersetzt, jeden einzelnen Satz, dann vergisst du mal einen. Also kaum ist immer wieder was auf dem Hof halbwegs zu tun, kriege ich halt wieder die ganze Arbeit ab und dann wundern sie sich, dass sie den blöden Wintersamen nicht bauen können. Ey, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Entschuldigung, der Laden ist für heute geschlossen. Ich bin bei Caroline zum Aerobic Club. Robin, danke. Ey, Stahlaxt. Dafür. Hey, geh doch zum Aerobic Club und mach mit. Apropos dafür Felix, was ist denn hier mit Frühsport mal wieder? Ja, ich war ja letztens Bowl. Ach, das hab ich noch gar nicht erzählt. Ich war letztens Bouldern, Benny. Und wie war's? Cool. Willst du mal mitkommen? Weiß nicht, das ist doch quasi. Ach so, Kletterarena. Das ist doch quasi Klettern eigentlich nur mit neudeutschen Begriff, oder? Ja, ohne Sicherung. Nee, Bouldern ist, genau. Ist nicht so hoch und ohne Sicherung. Das ist was anderes als Klettern. Ist für mich irgendwie immer noch das Gleiche, aber ja, okay. Also beim Klettern hast du eigentlich eine Sicherung und es geht höher. Gibt's dort auch. Kannst ich glaube, in der Kletter. Es gibt ja richtige Boulderhallen, ne? Ohne ja, Klettersachen. Ja, die sind alle so 2, 3, 4 Meter hoch und mit verschiedenen Griffen. Mit wem warst du verschiedene. Mit einem, den ich bei Jodel, der hatte bei Jodel angeboten, neue Leute an Bouldern ranzuführen und ich so, hey komm, das wollte ich schon immer mal ausprobieren und ich hatte gerade frei. Und da bin ich für 11,50 € kam der Spaß. Kannst aber nur zu lange bleiben, wie du willst. Also die haben 8 Uhr machen die offen und kannst bis 23 Uhr gehen. Ist aber scheiße anstrengend, so lange hält man das doch gar nicht durch. Ach Quatsch. Also ich habe eine halbe, dreiviertel Stunde durchgehalten. Und seitdem tun mir fies die Hände weh. Also wenn ich hier zum Beten die Finger so zusammen mache und dann versuche die Arme. Und du hast immer deine Sehnen überanstrengt, die es nie gewöhnt sind. Ja, ja. Eben. Also es war schon cool und um in den anderen Fitnessbereich zu kommen, musst du eine kleine Stiege hochklettern, das ist auch geil gelöst. Mein Vorrat an Rubin geht zur Neige, wenn mir jemand etwas dafür beibringen könnte. Das nächste Level zu erreichen? Ja, um in den Handelbereich zu kommen und in, da gibt es doch hier diese Ringe, wo die an der Decke aufgehangen sind. Hier, Abby, ich hab ein bisschen Käse für dich. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Yay. Und die kannst du dort hochmachen, dann musst du aber erst hochklettern und sagen, da hat einer dort Sport gemacht. Ach du meine Güte, ja. Und ich sag so, oh nein, danke, ich hab das wirklich nett. Hab ich. Danke dir. Entschuldigung, ich muss dich mal reinreden. Passt schon. Ich hab kein Wort von Felix Story mitbekommen. Ich hab gerade so eine Blume, die ich da hin schenken wollte, gegessen. Weggeschickt. Doch, Mann, ey. Ich hab eine Blume für dich, hab's. Guck mal, Heini, was ich kann. Om, nom, 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 nom. Ich will dir was schenken. Ja, nee, doch nicht. Ne? Nee, das war so was zu beeindrucken. Ja, guck, das ist sowas, so Männer, verrückte Sachen, die sie machen, um Frauen zu beeindrucken. Erstmal eine Blume essen vorher am Gesicht. Warum spinnt meine Maul? Würde ich voll auf dich abfahren, Felix, wenn du vor mir eine Blume isst. Sonnenblume vor allen Dingen, das ist ja nicht bloß mal so eine kleine Blume. Sonnenblume wäre tatsächlich schon wieder beeindruckend. Was wollte ich erzählen? Du warst beim Bouldern und irgendwas. Ja, also dabei, dass da oben jemand trainiert hat dann. Da war oben jemand und da habe ich so gefragt, ich so, wenn ich wette zum Runtergehen, muss ich auch wieder runterklettern, guckt er mich so an. Genau. Musste halt dann rückwärts wieder nach unten laufen. Ja, aber die haben dort auch so ein, du hast doch bei, da gibt's doch dieses, oh, wie ist denn das? Warte mal, ich muss jetzt erstmal mich auf Ends konzentrieren. Erstmal der Heli die Sonnenblume schenken. Da ist schon wieder einer. Du isst es jetzt nochmal. Ja. Ja. Ich finde, du solltest sie vor ihren Augen nochmal essen. Das wäre wichtig. So, guck mal, hast du vorhin nicht richtig hingeguckt, oder? Ich habe mir nochmal eine geholt. Guck mal, jetzt aber richtig. Ich schaffe sogar zwei Pflanzen zu essen. Nom, 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 nom. Ganz ohne Ketchup und Gleitcreme.
Oh cool, es gibt auch ein Hinterzimmer bei der Haley. Was für Dinge isst denn du mit Kleidcreme? Ja. Tja, wenn du wüsstest. Austern. Mhm. Ah. Nee, da gab's, da gibt's doch bei diesen Ninja Warriors, genau. Ah, das ist auch so krass. Da gibt's doch diese Steckdinger, also wo du hier mit zwei Armen dich nach oben steckern musst. Mhm. Oder nee, du musst mit dieser Handel oder diesen Zacken hochspringen, das gibt's auch. Krass, ne? Also das ist ein richtig krasses Teil. Und das ist vor allen Dingen in der Nähe, also vom Arbeitsamt, also wenn ich. Ich weiß, wo das ist, ich war dort schon, aber zum Volleyball spielen. Ach so, im Sommer. Sommer wahrscheinlich. Sommer haben die davor Beachvolleyballfelder aufgebaut. Ich hab's gesehen, neben Parkplätzen ist das. Genau, ist nur ein bisschen schwierig, weil neben Parkplätzen und die haben nicht so viel Platz. Es ist relativ schnell, ist der Ball irgendwo, wo man schwierig rankommt. Also nicht bloß irgendwie unter Autos, sondern auch auf der anderen Seite über einen Zaun oder so. Oder auf dem Auto. Das ist halt echt nicht so geil eigentlich. Da musst du mal sehr aufpassen, dass du nicht den sonst wohin ballerst. Das ist an einem echten Strand cooler, da hast du meistens deutlich mehr Platz. Ich habe eine alte Puppe gefunden als Artefakt, cool. Ich habe das eher tatsächlich nur ein einziges Mal Beachvolleyball gespielt und das war auf Teneriffa. Warst du gut drin? Nee, ist schon klar, dass ich dick und unsportlich bin. Natürlich war ich nicht gut drin. Hast du Spaß dabei? Spaß hatte ich dabei. Ja, dann ist ja okay. Du bist nicht dick, du hast sexuelle Schwungmasse. Es ist leider das gleiche, was ein anderer Begriff. Wir waren doch gerade beim Bouldern, oder? Ja, die Bouldern ist tatsächlich, habe ich gesagt, würde ich gerne mal ausprobieren, aber erst wenn ich bei 80 Kilo bin. Und momentan erscheint mir das ein bisschen utopisch, mich da irgendwo hoch zu wuchten und dann auch noch ohne Sicherung. Also. Ich habe hier eine geheime Notiz, soll ich mal vorlesen? Ja. Sonderbestellung der Kneipe zum Sternenfall. Bürgermeister Lewis, Herbst. Hatten wir das schon? Ja, aber ich wollte es nicht sagen. Doppelte Portion ballaststoffreiches Brot als Beilage. Marnie, Kürbiskuchen, extra Schlagsahne. Demetrius, Bohneneintopf, bitte scharf. Caroline, Frischtaco. Sie will 3 Portionen Soße, am besten ein paar Servietten dazulegen. Punkt, Punkt, Punkt. Das war Kürbiskuchen. Ich war irgendwie bei Kürbissuppe, wo ich das vorhin vorgelesen habe. Aber alles mit Kürbis ist geil. Nee, ja. Mit Kürbis ist alles kacke. Oh, ich habe einen neuen hier, den hatten wir noch nicht. Das ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenige ältere Junggesellen im Ort und keiner davon ist perfekt. Harvey ist sehr nervös und schwach, aber ich weiß, er wäre ein loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Wer war denn Harvey? Der arrogante. Nee, Harvey schon war der Arzt, ja. Er mag Kaffee und eingelegte Gurken. Kann man Harvey auch romantisieren, romantisch? Scheinbar auch der schien mir eigentlich zu alt, aber irgendwie nö. Elliot ist etwas geckenhaft und melodramatisch, aber er hat ein nettes Kinn. Er mag Krabbenkuchen und Granatäpfel. Merken, Krabbenkuchen, Granatäpfel. Hm. Kannst du dir merken. Shane ist unordentlich und nicht sehr gesellig, aber ich glaube, sein grobes Äußeres ist ein Verteidigungsmechanismus, mit dem er sein wahres Ich vor der Welt verbirgt. Verteidigungsmechanismus. Und Paprikapuppe. Vielleicht will ich doch den Shane. Wen würdet denn ihr nehmen? Kein Mann. Ja, wenn ihr eine Frau wärt. Tatsächlich, dann würde ich wahrscheinlich den Hübschesten nehmen. Ich würde. Dann würde ich Alex nehmen, aber Alex ist scheiße. Ich meine nicht Alex, ich meine den mit langen Haaren. Du könntest genauso gut fragen, welches Kleid du heute Abend anziehen sollst. Hübschesten? Ich muss ihm mal passende Musik anmachen. Ich kann dir keine rationale Antwort geben. Ihr würdet einfach das wählen, was einen größeren Ausschnitt hat. Das ist mir auch klar, aber... Das war's am besten. Lern die einfach beide... Warte mal, ich geh mal ins Bett. Und dann lerne ich die einfach beide besser kennen. Und vielleicht finde ich ja dann einen sympathischer. Felix, musst du immer in mein Bett gehen. Ich muss erstmal kurz passende Musik spielen zum Thema. Dann spiel Musik. Ich gehe schlafen. Gemacht. Vergiss nicht, dass die Uhr... Ich schlaf schon. Jetzt habe ich Escape gedrückt. Nein, geh doch ins Bett. Da checkst du. Gerade noch so, ey. Ich würde übrigens sagen, wir belassen das dann mit diesem Tag für heute, auch wenn ich es vorher nicht angekündigt habe heute. Können wir den noch einen Tag spielen? Nee, ich will früh aufstehen.